beim Bergaufsäckeln geht es an das Richtige. Wichtig ist, dass wir auch hier weit vorne schauen, wo wir hin wollen und die Stöcke wirklich als Hilfe zu nehmen. Wenn du mit den Stöcken bergaufsäckeln willst, musst du die im gleichen Takt wie deine Arme mitnehmen, auch ohne Stöcke wirst. Die Bewegung darf nie symmetrisch sein, sondern wir laufen mit den Armen asymmetrisch, ganz gleich wie zum Beispiel auch beim klassischen Langlauf. Versuche, einen ganz gleichmässigen Rhythmus zu laufen. Je gleichmässiger das da ist und natürlich auch im Gelände angepasst ist, desto einfacher kommst du vorwärts. Nutze die Kraft und die Möglichkeit, dich wegzustossen mit den Stöcken. Bergaufrennen ist mit der Zeit streng. Darum macht es Sinn, mit den Stöcken nachher auch anfangen zu laufen. Zu laufen, das ist nicht zwingend langsamer, sondern es gibt Athleten, die mehr laufen und Athleten, die mehr säckeln. Doppelstock-Einsatz ist eine gebige Alternative, wenn es richtig steil wird.